Willkommen zurück hier beim Witcher. So, ich bin beim Einsiedler, erstmal aus der Hütte raus und wir machen uns dann jetzt auf den Weg, noch einen Verschlinger zu suchen, dass wir den einen Nebenquest noch abschließen können. Und da haben wir ihn auch schon. Das läuft ja, das läuft, das läuft. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. So. Und drauf. Und dann nehmen wir uns den hinten auch noch. Weil eventuell Hexe aufsuchen, okay. Da gehe ich dann als nächstes hin. Eventuell kann ich so einen Verschlingerzahn, ja, auch wenn wir nochmal nach Vizima kommen, zu dem Zahnarzt bringen. Weiß nicht, ob wir dorthin kommen, aber eventuell. Keine Ahnung, das gibt vielleicht auch nochmal ein paar Punkte. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's zur Hexe. Den Quest abgeben. Die war beim Gasthaus, ne? So, und dann müssten wir gucken, was wir noch alles machen müssen. Ach so, Spiegel müssen wir noch holen. Da gehen wir dann früh hin. Weil ich glaube, jetzt in der Nacht wird er das nie gemacht haben. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ich bin richtig. Nee. Dreckskante. So, da vorne springt wieder so ein Kackvieh rum. Den holen wir uns aber auch. Bäh. Adam ist dort oben. Da hinten ist noch einer. Nee, 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 nie wegstecken, weil kommt Kacke, wenn der jetzt kommt hier. Mann. Noch einer dort hinten. Eieiei, was ist denn hier los? Ja, greift auch gleich an. Mit einem lauten Krachen fällt er zu Boden. So, also die Viecher sehen ja irgendwie aus wie böse Schwiegermütter, ne? Irgendwie. So ein bisschen. Ich wollte jetzt zwar nicht sagen, dass alle Schwiegermütter böse sind. Aber es gibt ja welche. Wobei ich sagen muss, ich habe noch. Also, ich persönlich habe noch keine böse Schwiegermutter erlebt. Zu mir waren bis jetzt mal alle nett, die ich kennengelernt habe. Soweit ich das mal sagen darf.
So, also zu der Hexe. Und ja, dann gucken wir. Da hinten ist noch ein Wolf. Ich glaube, den hole ich mir auch gleich noch. Der Wolf bringt zwar nicht so viel Punkte, aber die Masse macht's. Weil das sind nämlich vier. Ach, das bringt nur einen Punkt. Ja, also 4 Punkte lohnt sich ja nicht, nur wirklich nicht. Naja. 4 Punkte machen das Kraut nie wirklich fett. Egal. Punkt ist Punkt. So. Ja, eigentlich jetzt so im späteren Verlauf des Spiels, ganz normal, kannst du dich eigentlich nur mit Quests dann halt hochleveln. Alles andere gibt einfach zu wenig Punkte. Also ich meine, guck mal an hier mit so einem mickrigen Pünktchen. Das dauert ja ewig, bis du da mal was hast. Meine, da bist du Monate am Jagen, bis du da mal einen Stufenaufstieg hast. So, hallo. Was wollt ihr? Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Ich habe. Hier sind sie. Danke. Abgeschlossen. 300 Ocken und ein paar Pünktchen. So, gut. Gucken wir mal, was wir jetzt noch alles offen haben. Alwin, das ist ein ewiges Ding. Dauert auch noch. Da muss ich erst Spiegel. Ich muss mich gedulden. Würfelspiel mache ich nie. Das ist mir nämlich zu doof. Das sind die Zähne da. Da geht es noch nicht weiter. Das läuft nebenbei. Rüstung. Da habe ich bis jetzt noch nichts weiter gefunden. Und das sind die Würfel. Würfelkacke. So, also uns bleibt nichts anderes übrig, als den Spiegel zu holen. Alles andere ist momentan noch nicht möglich. Nun gut, dann ab zum Schmied. Und dann gucken wir mal. So. Dann werden wir ja sehen, wie das hier weitergeht. Weil wenn wir ihr den Spiegel vorhalten müssen, dann müssen wir ja eh bis ja irgendwann am Vormittag dann die Zeit noch rumkriegen. Weil vorher kommen die ja nie. Ja. Ja. Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Also, 100 Orens? Jo. Hier. Okay.
So, müssen wir uns, glaube ich, mal markieren. Zack. Und dann wieder ab auf die Felder. Ja. Es tut mir ja schon ein bisschen leid, weil es halt so eine elende Rumreiserei ist. Das ist eben, ist nun mal beim Rollenspiel so, dass du halt Wege hast. Aber ja, manchmal ist es mir echt lästig. Deswegen finde ich bei vielen Spielen, vor allen Dingen, wenn du sehr große Karten hast, so eine Schnellreise schon ganz gut. Also, ich meine jetzt so, wenn Skyrim oder ja, auch Gothic oder Risen oder Oblivion, Two Worlds, sowas, da ist Schnellreise irgendwo schon von Vorteil, weil sonst bist du 20 Minuten unterwegs und dann, ja, gerade für ein Let's Play ist es echt schwierig, wenn du dann eine ganze Folge dann nur mit Laufen verbringst und nichts zeigen kannst im Prinzip. Außer, dass du dann ab und zu mal vielleicht einen Gegner hast, den du umhauen kannst, aber ansonsten passiert nicht viel. Deswegen war ich ja, wo wir in Vizima waren, eigentlich mit diesen Teleportoren auch ganz glücklich, dass wir da Schnellreise zum Sumpf machen konnten und sowas. Weil sonst ist es schon manchmal recht mühsam. Wer ist da? Da ist jemand. Hallo? Können wir uns unterhalten? Es war ein Unfall. Ich wollte niemanden töten, aber der Zorn machte mich blind. Ich wollte nur geliebt werden. Sie hatte nur Verachtung für ihn übrig. Seine Gefühle interessierten sie nicht. Ich hätte mich niemals so verhalten. Ich fürchte die Nacht. Schon immer. Oh, weh mir. Was war falsch daran, dass ich bei meinem Liebsten sein wollte? Gewiss hätte er gelernt, mich zu lieben. Ah! Mann! Du Zwetschge! Dummsau! Tut mir ja leid, ey, aber ganz ehrlich, man unterhält sich hier irgendwie ganz nett und freundlich und dann haut die eben hier auf die Waffel, also das ist schon nicht nett. Habe ich verpasst zu klicken. Oh, dort unten rennen auch wieder haufenweise rum. Ich muss jetzt erstmal hier oben zum Erdbeerfeld, weil dort ist meine Markierung. So, und jetzt? Ist wieder keiner da. Nee. Na gut, dann gehen wir jetzt dort hinten noch schnell die Typen da jagen. Und
Hallo. Dann müssen wir ja wieder mit den Schnellen arbeiten. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Punkte das bringt. Punkte sind mir auch schon wieder zu schnell vorbeigewitscht. Ich glaube, wir hauen uns mal bei Adam dahin und tun mal meditieren. Die Zeit vergeht. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Da. Jetzt war ich dezent verwirrt. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Hab ich gemacht. So, es ist Vormittag. Sechs Stunden. Zwei Stunden. Ja, wir machen erstmal das. Die zwei Stunden. Mal sehen, ob das schon langt. Ist zumindest schon mal hell. Und wenn das nicht reicht, dann versuchen wir es nochmal bis Mittag. Und sonst müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann kann es nämlich sein, dass wir erst noch irgendwelche Leute abklappern müssen. Da. Es langt. Der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenjas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keine Nilfgaarde heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben. Okay. Ich versuch's bei Adam und wenn das nicht klappt, dann versuchen wir es bei Rittersporn. Der fällt mir jetzt auch noch ein.
Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Fürs Erste verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.